macht Spaß. Und wir fahren jetzt davor zu dem kleinen Kneipe. Ja, die Männer backen Brot on board. Super. Wir haben Sahara-Staub on board. Das kommt durch den leichten Wind und Niesel. Und dann schlägt sich das hier nieder. Und jetzt heute ist Putztag. Man braucht gar nicht weit weg von zu Hause und hat dann in Europa extrem geile Plätze. Das ist alles Tee. Tee ist der Schubin. Sind wir auf Cabrera, in Balearen und nicht weit weg von Mallorca. Und praktisch gegenüber, wenn man jetzt da ein bisschen schaut und dann aus der Bucht raus, dann kann man hier Mallorca sehen. Ja, und da sind wir, ich bin nochmal da. Juhu. Da sind wir hergesegelt und liegen jetzt da unten in der kleinen Bucht. Und das ist so eine malerische Bucht, könnte auch in der Karibik sein. Es ist wunderschön da. Also ist es, man braucht gar nicht weit weg von zu Hause und hat dann in Europa extrem geile Plätze. Hm. Also das ist für mich immer wieder verwunderlich, weil wir ja die ganze Zeit jetzt in Asien, Südamerika, wo auch immer gereist sind und haben jetzt für uns ein bisschen Europa entdeckt. Bis zur nächsten Überseereise. Da liegt sie, die schöne Coco. Und wir erkunden ein bisschen die Insel. Da hinten ist der Anker, der liegt nicht genau hinter mir, Frau Rotkanzlerin. Wir können jetzt ja eigentlich in den Nürnberger Hafen reinfahren, jetzt von hier aus. Dennis? Wenn wir den Mast, it's your turn. Legen dann schnell mehr. So, wunderbar. Und macht Spaß? Super! Oh weia. Das heißt, du willst auch ein Paddle, also ein Board haben? Willst du auch? Nee, du! Ja, bloß auf der falschen Seite gelandet. Ich hab du landest. Alles geplant. Juhu! Jetzt hab ich schon gedacht, hier liegt's drin. Ja, der Show-Effekt zum Schluss. Ja. Das brauchen wir noch. Dennis musst du auch probieren, es macht Spaß. Okay, mach ich. Ja. Dankeschön. Ich kann es auch einfach so drauf lassen, ehrlich gesagt. Ja, lass drauf, ich mach da auch halt mal. Okay. Mal schauen, ob mir das Spaß macht. Macht dir auf jeden Fall Spaß. Meinst du? Macht dir Spaß. Komm schon hoch, Dennis. Das muss man ein bisschen länger machen. Hm? Mach das mal. Das war ein bisschen, glaube ich, zu kurz. Wie zu kurz? Das da, also das Paddle. Ja, wobei es hat gut funktioniert. Ja, aber du hättest ein bisschen tiefer eintauchen können und das habe ich vorhin auch schon gemerkt selber. Okay. Und du hast ja dann am Ende hast du oben gegriffen, gell? Ja. Ja. Und jetzt weiß ich auch ein bisschen besser, wie man lenkt. Ja. Am Anfang musste ich mich für den Turn nochmal hinsetzen. Aber macht viel Spaß. Aber man kann damit schon sich bewegen, ne? Ja.
Du musst auch nicht bei jedem Griff wechseln, ne? Nee, aber weißt da komme ich schneller voran. Ja, ja. Genau. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, Wahnsinn, ne? Schon? Sag stopp. Ist Coco XS wieder oben an Bord bei der Coco XL untergebracht. Okay, passt. Kann ich es wieder rausmachen, ne? Ja, aber vorher, das Ding muss zu sein, ich muss immer aufschauen. Okay. Also ein bisschen anziehen wie umsonst. Dann macht es einen Platscher. Macht es einen Platscher und, das, und die Leine läuft definitiv durch die Hand. Und dann habe ich keinen Spaß mehr in den nächsten Tagen. Immer zu sehen. Alles, was ich halt erreichen oder sehen kann, muss ich zu sehen, weil wenn nichts verheerender als du ziehst das Segel hoch und auf halbem Weg geht das Ding davon. Dann fällt das Segel wieder runter. Und das passiert natürlich immer im Manöver und wenn es keinen Platz hast. We'll be right back.
jetzt schon über Halbzeit hier on board. Ja, ja, meine Traumzeit. Und jetzt haben wir uns da in ein paar Tagen schon ganz gut erholt, was man vielleicht gar nicht verstehen kann. Weil man denkt ja, wir sind Dauerurlauber. Ja, ja, was wir nicht sind. Wir sind einfach immer unterwegs und das ist auch Arbeit. Macht eigentlich Freude. Und jetzt diese geile Zeit hier, hier auf den Balearischen Inseln mit unseren Freunden, ist schon fantastisch auf den Katamaran und da haben wir uns jetzt wirklich gut erholt. Ja, auf der Coco XL mit unseren lieben Freunden und wir dürften auch ein bisschen in dieses Segelleben schon mal reinschnuppern und ja, machen morgen weiter damit. Also ist ja nicht, dass wir schon aufhören, das ist ja nur so ein kleiner Zwischenbericht, das ist so schön. Ja. Und jetzt ab ins Fünf-Insel-Restaurant. Natürlich cool, ne? Wenn man zum mit dem Dingi zum Essen fährt. Eigentlich haben wir für euch extra die Unterwasserbeleuchtung ausgemacht, wenn man nachts im Dunkeln hierher kommt. Ah! Weiß natürlich nichts mehr. Ja, das schaut doch trotzdem gut aus. Keiner müsste jetzt erstmal. Ich halte das. Da draußen, das Brot ist bald fertig. Okay, sag mal, wenn es fertig ist.
Boot ist fertig. Echt? Was neu? Boot ist fertig. Okay. Die Schiffe mit den hohen Masten ein rotes Anker. Huhu! Arschbombe! Thank you.
hat Eis gekauft. Eis? Ja, das ist eine nasse Angelegenheit auch mit dem Weg. Ah, cool. Was? Ist eine nasse Angelegenheit? Ja, ich würde fast sagen, wir fahren zwar zwei Touren. Echt? Ja? Ja, einmal euch zwei Mädels und einmal den Dennis allein. Irgendein Nerv läuft da. Sollen wir noch eine Tasse rausmachen? Die rausmachen. Für den Dennis? Nein. Die Eiswürfel müssen wir halt machen. Die haben wir gleich. Die Stellung. Ja, das so halt klar allein so ah, lang ja, aber Land. Ich hoffe, dass du bloß nicht so lange alleine hier in dem wilden Spanien. Ja, viel Spaß. Gute Fahrt ohne mich. Oh, verreckt. Der Klassiker. Bis dann. See you tomorrow. See you too. Tanja, aufpassen. Cool. Weil draußen Wellen sind, keine hohen Wellen sind, aber Wellen sind, haben wir das Boot jetzt mit unseren Einkäufen beladen, das Dingi. Und der Reinhard, der holt mich jetzt dann mit der zweiten Fuhre ab. Also erst die Mädels, dann ich und ich warte jetzt hier noch am Hafen. Welle. Das macht es natürlich nicht einfacher. Reinhard bunkern hier jetzt hat 400 Liter Wasser, glaube ich. Wie viel Liter Wasser bunkerst du jetzt da? 400. 400.